Ich glaube, es gibt immer ein Rennen zu gewinnen. Lebt wohl und danke, dass ich die Strecke mit euch teilen durfte. Wirklich? Ist das Perfektion, so zum Karriereende abzutreten? Wir schauen uns hier an, was Sebastian Vettel in einem so wichtigen Video hätte besser machen können. Denn Präzision ist nicht nur in der Formel 1 gefragt, sondern auch in der Kommunikation. Es geht in diesem Video nicht darum, dass Kritik an Sebastian Vettel und seinen Leistungen oder seiner sympathischen Wirkung in der Öffentlichkeit geübt werden soll. Es geht hier lediglich um den Einsatz eines Teleprompters und dass ich hier den Beweis antreten werde, dass man auch sperrige Texte und Texte, die etwas hölzern geschrieben sind, in einer guten Performance durchaus noch retten kann. Sebastian Vettel ist hier schlecht beraten gewesen, das Statement in dieser Form aufzuzeichnen. Und in diesem Video erfahren Sie, woran das liegt und wie man es besser machen kann. Ich bringe Menschen gerne zum Lachen. Sie wundern sich vermutlich, warum hier vorne ein kleiner Monitor steht, in dem genau der Text abläuft, den ich hier spreche. Das liegt daran, dass ich in diesem Video selbst einen Teleprompter nutze, um Ihnen zu zeigen, dass man das Lesen von einem Teleprompter coachen muss, weil man es erlernen muss, so zu lesen, dass es nicht abgelesen oder aufgesagt klingt. Denn nur so kann der Text seine Wirkung entfalten. Ich liebe diesen Sport. Er war im Zentrum meines Lebens, seit ich denken kann. Das kann Sebastian Vettel besser, da bin ich mir sicher. Zunächst zum Teleprompter. Der Text ist auf einen Monitor hinter der Kamera montiert, der auf einen für die Kamera durchsichtigen Spiegel projiziert wird. Dieser Text wird zeitgleich auf diesem Tablet gespiegelt, damit Sie den Nachweis haben, dass ich diesmal hier nicht freispreche, sondern alles ablese. In diesem Video geht es nämlich darum, geschriebenen Text nicht abgelesen, sondern gesprochen wirken zu lassen. Als Start-Stopp-Geber nutze ich diesen Presenter. Es kann übrigens auch sein, dass Sie hier mal einen Tippfehler finden. Damit kann ich leben. Und ich blende den Text auch nicht gesondert ein, damit der Live-Charakter der Performance für Sie überprüfbar bleibt. Deshalb auch dieses kleine Tablet hier. Schauen wir uns einige Beispiele von Sebastian Vettel an. Meine Definition von Identität ist vielmehr, wer wir sind und wie wir andere behandeln, als nur, was wir tun. Wer bin ich? Ich bin Sebastian. Vater von 3 Kindern und Mann einer wundervollen Frau. Vettel muss klar sein, dass dieses 4-minütige Statement als Abschluss seiner Karriere eine besonders hohe Bedeutung haben wird. Medien werden darauf zurückgreifen, Ausschnitte davon in den sozialen Medien laufen. Die Frage ist aber, wie hoch ist meine Glaubwürdigkeit, wenn ich von Leidenschaft spreche? 2 Versionen. Ich liebe diesen Sport und brenne dafür mit meinem ganzen Herzen. Ich liebe diesen Sport und brenne dafür mit meinem ganzen Herzen. Oder an einer anderen emotionalen Stelle bei Sebastian Vettel. Ich bin neugierig und lasse mich leicht von Leuten mit Leidenschaft oder Können faszinieren. Ich bin besessen von Perfektion. Ich bin besessen von Perfektion. Ich bin besessen von Perfektion. Das ist der Unterschied. Ein weiteres Beispiel. Das Morgen gehört denen, die das Heute gestalten. Beim Ablesen und Vorlesen eines Textes kommt es nicht alleine darauf an, dass man lesen und sprechen kann. In meinen Coachings arbeite ich zur Vorbereitung mit verschiedenen Textsorten aus journalistischen und literarischen Formaten. Welche das genau sind, verrate ich aus Wettbewerbsgründen hier nicht, solange es Kolleginnen und Kollegen gibt, die beispielsweise meine Videos aus diesem Kanal in ihren eigenen Coachings ungefragt kommerziell nutzen. Sorry, aber dieser Seitenhieb musste mal sein. So viel kann ich aber verraten. Ein Nachrichtentext lässt sich unter Umständen leichter vertonen als eine Satire zum Beispiel. Später dann gehe ich mit meinem Coachy seinen eigenen Text durch und wir definieren die unterschiedlichen Emotionen, die sein Text enthält. Wo ist der Text nüchtern? Wo ist er warm? Wo ist er konfrontativ? Und wo ist er versöhnend? Wo gehört Leidenschaft hin? Wo muss er offensiv? Wo muss er zurückhaltend wirken? Um hier nur ein paar Beispiele zu nennen. Ich glaube an Veränderung und Fortschritt und daran, dass Kleinigkeiten einen Unterschied machen. Ich glaube an Veränderung und Fortschritt und daran, dass Kleinigkeiten einen Unterschied machen. Ich glaube an Veränderung und Fortschritt und daran, dass Kleinigkeiten einen Unterschied machen. Stellen Sie sich vor, Sebastian Vettel würde anders performen. Vielleicht so wie ich, aber höchstwahrscheinlich so, wie man Sebastian Vettel aus der Öffentlichkeit auch sonst kennt. Seine Worte hätten viel mehr Impact und die Medien aus der Kommunikationsszene würden sich auf Twitter nicht den Mund darüber zerreißen, wie schlecht der Text verfasst wurde. Zugegeben, der Text hat objektiv Schwächen, aber er ist nicht durchgängig schlecht. Denn Medien müssen auch berücksichtigen, welche Funktionalität
der Text haben soll. Er ist in erster Linie eine 1:1-Kommunikation mit der Öffentlichkeit, kein literarischer Beitrag für die Buchmesse. Das bedeutet, der Text muss funktionieren, aber er muss für die Öffentlichkeit funktionieren und nicht für die Medienjournalisten. Mich der Formel 1 so zu widmen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe, wie ich es für richtig halte und ein guter Vater und Ehemann zu sein, passen für mich nicht mehr zusammen. Mich der Formel 1 so zu widmen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe, wie ich es für richtig halte und ein guter Vater und Ehemann zu sein, passen für mich nicht mehr zusammen. Mich der Formel 1 so zu widmen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe, wie ich es für richtig halte und ein guter Vater und Ehemann zu sein, passen für mich nicht mehr zusammen. Dann spricht er über seine Kinder. Sollte das nicht eine besonders emotionale Stelle in diesem Text sein? Ich möchte sie aufwachsen sehen, ihnen meine Werte weitergeben, ihnen zuhören und mich nicht mehr verabschieden müssen. Ich möchte von ihnen lernen und mich von ihnen inspirieren lassen. Kinder sind unsere Zukunft. Ich möchte sie aufwachsen sehen, ihnen meine Werte weitergeben, ihnen zuhören und mich nicht mehr verabschieden müssen. Ich möchte von ihnen lernen und mich von ihnen inspirieren lassen. Kinder sind unsere Zukunft. Kinder sind unsere Zukunft. Sebastian Vettel liest hier, wie man es ungecoacht instinktiv macht, nach Interpunktion und Absätzen. Die Kunst des Lesens von einem Teleprompter besteht insbesondere darin, nach Gefühl zu lesen. Die Kunst des Lesens von einem Teleprompter besteht insbesondere darin, nach Gefühl zu lesen, über Absätze und Interpunktion hinweg, wenn es die Emotion eines Textes erfordert. Das macht eine gute Performance vom Teleprompter aus. Übrigens hier noch eine technische Anmerkung. Vettel ist nicht verkabelt. Der Ton kommt über die Kamera und das klingt etwas zu sehr nach Raum, was seine Stimme kälter wirken lässt. Besser ist es hier, ein Ansteckmikrofon zu tragen. Sebastian Vettels Leistungen in der Formel 1 haben Spitzenqualitäten, seine Performance vor der Kamera leider nicht. Das ist schade für jemanden wie Sebastian Vettel. Mit dieser Performance wird er sich selbst nicht gerecht. Rennen fährt man die ganze Saison durch und kann sich ständig verbessern und optimieren. Aber hier geht es um das Abschiedsvideo zu seiner Karriere und das produziert man nur einmal im Leben. So etwas bedarf Vorbereitung und Präzisierung bei der Performance. Wenn Sie demnächst vor einen Teleprompter wollen oder gar müssen, investieren Sie Zeit in eine entsprechende Vorbereitung. Sie betreten eine Bühne mit Ihrem Video und Sie möchten emotional überzeugen. Oder möchten Sie lieber emotional überzeugen? Sie haben die letzten Minuten selbst mitverfolgen können, dass man 100% eines Videos komplett ablesen kann, ohne dass es abgelesen und steif wirkt. Ich helfe Ihnen gerne dabei. Machen Sie es gut und viel Erfolg. Die nächste Kurve ist in guten Händen.